Willkommen zurück. Die ersten 3 Wochen meines Südafrika-Aufenthalts findest du auf meinem Coaching-Kanal Vanessa Winkler Training und Coaching, weil ich ja hauptsächlich zum Arbeiten hier war und Hypnose unterrichtet habe. Und der private Teil beginnt jetzt. Heute gehe ich hier zum Friseur und damit der es nicht so schwer hat, habe ich schon meine Haare vorgekämmt und durchgekämmt. Und ja, so sieht es aus, wenn man Locken kämmt. Heute bin ich in eine neue Unterkunft gezogen für die nächsten 20 Tage. Und das ist jetzt ein Sea Point und ein kleines Apartment. Und schaut euch das mal an, so süß. Das ist das Wohnzimmer mit einer Küche. Ich freue mich auch mal wieder, dass ich jetzt kochen kann. Nicht immer nur essen gehen. So, und dann habe ich noch hier das Badezimmer. Auch total schön gemacht. Und mein Schlafzimmer. Tasteful. Ja, schön sicher, ne? Toll. Ich weiß ja, mein veganer Content leidet, aber hier, das ist einfach das vegane Paradies. Also überall gibt es vegane Optionen. Auch im letzten Winkel des Landes ist das gar kein Problem. Ich habe hier auch die liebe Kerstin kennengelernt, die die beste Fußreflexologie macht überhaupt. Und sie hat mir jetzt auch einen Herrn empfohlen, der die Iris auslesen kann. Also wenn du dich für alternative Heilmethoden interessierst, ist das der richtige Ansprechpartner, der Peter. Weil sich immer alle wundern, das ist der Grund, warum ich nie krank bin. Frühstück in Cape Town. Ich komme gerade zurück von einer 2-stündigen Massage, die schlechteste meines Lebens war. Es war eine chinesische Massage und ich glaube, wenn man Thai-Massage gewöhnt ist, so wie ich, weil ich ja 5 Jahre in Thailand gelebt habe und bestimmt schon 300, 400 Massagen hatte, das ist mir einfach zu hektisch. Also ich bin da ganz traumatisiert danach jetzt. Nee, also so schlimm ist es nicht, aber es ist einfach nicht entspannend. Und dann hatte der Typ auch noch keine Empathie und kein Gefühl für, wo die Knubbel sind und dass man die richtig erreicht. Dafür ist umso mehr, hat er die Wirbelsäule getroffen. Ja. Macht nichts, beim nächsten Mal buche ich jemand anderen. Und gestern Abend ist noch was Witziges passiert, denn ich war bei Markus und Olli und dann kam ich nach Hause und dann war das Security Day, Gate. Der Strom ist ausgefallen. Das heißt, ich konnte nicht rein. Dann war schon Sperrstunde, wo man ganz leicht hätte verhaftet werden können oder dann halt vergewaltigt von irgendjemandem. Gott sei Dank konnte ich dann zurückgehen zu Markus und Olli und ja, die Besitzerin von diesem Airbnb Place kam jetzt heute Morgen und ja, das Gate ist halt komplett ausgefallen. Also es gibt auch durchaus Nachteile hier, weil manchmal kommt man nicht raus und manchmal kommt man nicht rein und das kann dann halt auch nach hinten losgehen. Naja, ich habe es ja überlebt, aber es war jetzt schon spannend. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt hier keinen kennen würde in der Stadt. Traumjob. Ich habe jetzt gerade ein Konto eröffnet, denn hier kriegt man nämlich noch richtig Zinsen auf sein Geld. Und ja, ich habe vor, was hier zu kaufen und dann brauche ich ja eh ein Konto. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Vegane Pizza.
Samstag nehme ich an einer Zeremonie teil. Das ist eine Changa-Zeremonie mit einem Schamanen. Und ich möchte das machen, um eine Seelendualität zu trennen. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Ich hoffe es sehr. Es ist nicht so heftig wie Ayahuasca, aber soll natürlich trotzdem sehr einschneidend sein. Was dann im Gehirn ausgestoßen wird, ist ein Stoff, den man sonst nur bei Geburt und bei Tod verspürt. Und es wird auf jeden Fall interessant werden. Ich berichte danach natürlich. Ich bin sehr nervös und aufgeregt, ja. So, hier bin ich nun nach meiner Zeremonie. Und ich muss sagen, es ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben erfahren durfte. Diese Zeremonie ist so heilsam, spirituell, augenöffnend, lehrreich. Ich denke, wenn jeder Mensch in der Lage wäre, das einmal zu erfahren, wäre diese Welt ein besserer Ort. Es war unglaublich, total empfehlenswert. Ich hatte ein bisschen Schiss vorher, aber das war alles ganz unnötig. Man muss ganz viel weinen, aber das ist okay, das ist nicht schlimm. Es fühlt sich gut an. Und wenn ihr mal in Südafrika seid, unbedingt ausprobieren. Ich bin ganz hin und weg. Ja, das ist eine... Diese Reise nach Südafrika ist wirklich die beste Entscheidung in meinem Leben gewesen, weil ich habe noch nie in so kurzer Zeit so tolle Menschen kennenlernen dürfen und so tolle Erfahrungen machen dürfen. Ganz, ganz toll. Danke dafür.